Nichts bleibt so, wie es ist. Nichts ist mehr gestern so, wie es heute ist. Nichts wird morgen so sein, wie es heute war. Das ist doch wirklich auch eine schöne Veränderung und man kann definitiv auch das Positive daraus ziehen. Neben mir sitzt eine Frau, die, ja, ich würde sagen, die Veränderungsexpertin ist und ich begrüße sie jetzt ganz herzlich. Ihr Name ist Gabriele von Ende. Hallo, liebe Gabriele. Hallo, ich grüße dich auch. Schön, dass du da bist. Und ich freue mich so sehr, dass wir heute so ein tolles Gespräch führen über, wie wir uns verändern. Denn du sagst, alle 7 Jahre findet eine große Veränderung statt. Ja, nicht nur alle 7 Jahre, sondern täglich. Was wir heute erleben, verändert uns. Was wir gestern erlebt haben, hat uns schon wieder verändert. Also wir füllen also ständig unser Leben neu. Und es wird die ganzen 7 Jahresabschnitte immer wieder so sein. Und diese Lebensinhalte, diese Lebenslinien bedeuten im Endeffekt unser eigenes Leben, das wir füllen, das wir möglichst auch nicht von anderen führen lassen, sondern wirklich von uns. Ich möchte gleich darauf zu sprechen kommen, weil ich es so schön finde. Du hast uns hier was mitgebracht. Ich halte es einmal kurz in die Kamera. Das hast du auch gemalt, richtig? Ja, richtig. Der 7-Jahres-Wachstumszyklus, der beruht im Endeffekt auf den Weisheiten, die Wissenschaft schon wusste, von Hippokrates und von Steiner. Und ich habe 10 Bilder gemalt, um eben diesen Zyklus zusammenzubringen, um ihn bildlich zu zeigen. Und das ist jetzt also ein Zyklus, der also schon ganz viel aussagt. Ich gebe es dir mal, dann kannst du uns mal erklären, was er aussagt. Ja, das ist ein Zyklus von 42 bis 49. Also er ist schon ziemlich voll. Also von den Jahren, wenn ich... Von den Jahren, ja, genau, wie alt ich von bin. Den Jahren. Man sieht hier, wie viel wir uns schon angeeignet haben, wie unser Fundus in uns schon bereichert ist und was wir alles erlebt haben, ob wir es brauchen oder nicht. Aber wir wissen mittlerweile auch, wie wertvoll wir sind. Wir haben viele resiliente Zeiten überlebt und sind aufgestanden. Und dann geht es eben los, indem wir die Finger ausstrecken und sagen, wo wäre ich so gebraucht, wie ich im Moment bin? Ja? Wo ist genau mein Platz in diesem Leben? Und wenn diese Finger ausgestreckt sind, erwarten wir, dass von der anderen Hand Hilfe kommt. Die ist natürlich nicht so ausgeprägt, wie meine Finger meinen wollen, aber es kommt von der anderen Seite. Und dann wird es leichter. Ja, dann sieht man hier die Hand, die was wegwirft, die einfach sich entlastet, die einfach sagt, das und das möchte ich ganz gerne behalten. Das ist mir wichtig im Leben, also anders möchte ich es nicht haben. Aber ich brauche nicht mehr diesen ganzen Ballast, der in mir hängt. Und dadurch wird es leichter. Das heißt also, weil du ja sagtest, von 42 bis 49, glaube ich, ne? 42 bis, ja, es geht eigentlich auf diesem Bild sind 2 Zyklen, das muss ich jetzt nochmal erwähnen. 35 bis 42, 42 bis 49. Also eine ganz, ganz wichtige Strecke, die wir da hinterlegen. Aber dann kann man eigentlich sagen, weil im Alter von 35 ist alles erstmal gerade so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ich habe ganz viele Erfahrungen, die ich sammle. Und Richtung 42 klärt richtig, es sich dann. Richtig. Also es klärt sich, warum bin ich überhaupt hier? Was habe ich mitgebracht? Was kann ich einfach, weil ich es eben kann, ohne dass ich also jetzt eine große Prüfung mache oder irgendwelche Zeugnisse nachweise. Ich kann es einfach. Ich weiß, wer ich bin. Und dann kann ich also gut weitergehen, weil ich befreit bin. Und mit 49 ist also ganz, ganz stark, dass ich wirklich mein Leben nochmal ändere. Es war bei mir auch so. Ich habe also sämtliche Berufe, die ich vorher gemacht habe, weggeworfen und habe gemerkt, ich möchte mehr für die Menschen da sein. Ja, was hast du dann gemacht, um für die Menschen da zu sein? Ich habe 2 Hospizkreise gegründet. Das waren also die ersten mit in München. Und dann bin ich weitergegangen in die Bestattung, weil ich immer noch gemerkt habe, aha, da ist noch Bedarf, eben heilend was auszuführen. Das musst du bitte erläutern. Ja, das ist nicht so einfach gesagt. Aber die Menschen, die eben in der Bestattung sind, sind wirklich wahnsinnig traurig und ganz unten. Ja.
Und als Berater muss man sofort erfassen, was ist richtig für ihn. Mhm. Also wenn er keine Vorsorge vorher gemacht hat, ist man einfach im Niemandsland. Mhm. Aber es trägt und es ist wichtig für diesen Menschen. Und ich denke immer dem Menschen, der eben verstorben ist, dem geht es nicht schlecht. Aber den Angehörigen geht es schlecht. Die Angehörigen können etwas nicht wieder gut machen, sondern sie müssen damit leben, was eben war. Mhm. Und dieses Leben müssen mit dem, was war, das kann man mit dem Siebenjahreswachstum wunderschön bearbeiten. Mhm. Also wenn Menschen zu mir kommen, ich nehme immer nur einzelne Menschen, stehen diese Karten auf dem Tisch und ich erkläre ihnen den ganzen Weg und dann nehmen die eine Karte. Mhm. Sie nehmen eine Karte und sagen, und in der Zeit ist irgendwas passiert, was ich eigentlich klären wollte. Ja. Was nicht stimmt, was vielleicht eine Entschuldigung braucht, was vielleicht ich heute ganz anders sehe wie damals und trotzdem haben wir so gestritten. Mhm. Oder auch ein Dankeschön. Dankeschön ist natürlich toll, wenn ich sagen kann, du, war wunderschön, was du für mich getan hast. Unbedingt. Aber ich muss es bearbeiten. Mhm. Und der 7-Jahres-Wachstum, wie gesagt, der leitet einen. Warum war es dir auch so wichtig, das dort zu visualisieren, also wirklich auch zu malen? Weil Menschen eben nicht lesen können. Menschen im Bedrängnis können sowas Wissenschaftliches überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Die haben nicht die Geduld, die können einfach nicht lesen. Die können andere Sachen auch nicht lesen. Man kann nur sagen, sie könnten einen Roman lesen. Nein, die Gedanken schweifen einfach weg. Ja, man ist einfach in einer Situation, in einer Ausnahmesituation. Mhm. Aber mit Bildern und Formen können sie einfach was anfangen. Mhm. Farben sprechen einen an, Formen sprechen einen an. Ja. Und wenn es also so intensiv ist wie hier zum Beispiel, dass man sagt, was habe ich alles gelernt, was habe ich denn alles in meinem Leben überhaupt gemacht, brauche ich das überhaupt? Oder wo ist derjenige, der verstorben ist, wo hat er mich begleitet? Mhm. Was fehlt mir jetzt vielleicht in dem Moment? Ja. Also es sind ganz wichtige Themen, die da kommen. Und manchmal ist es auch ganz leise bei mir. Völlig leise, weil einfach der Geist so arbeitet von meinem Gegenüber. Jetzt leben wir gerade in einer Zeit, wo bei uns allen sehr, sehr viel Veränderung kommt und dass man ja auch merkt, dass die Menschen immer unzufriedener wirst. Wie bewertest du die Situation aktuell und was wünschst du dir auch? Also ich wünsche mir, dass die Menschen den anderen Menschen annehmen, wirklich mehr annehmen, mehr Kontakt aufnehmen, trotz der Maske. Mhm. Die Maske hemmt natürlich fürchterlich. Also man weiß nicht, wie laut man spricht, man versteht mich der andere, verstehe ich den anderen. Also das ist ganz, ganz schwierig. Wenn also jetzt jemand sich meldet und sagt, er möchte einfach reden, es geht wirklich, wirklich oft ums Reden. Das ist also eine Kultur. Und diese Kultur leidet im Moment. Ja. Ja. Also ich habe jetzt Angebote bekommen, eben im Deutschen Museum auch unter Ethik. Ja, das ist ein sehr schönes Angebot, mal mitdenken zu dürfen. Und vielleicht kommt eben dieser 7-Jahres-Wachstum auch ins Museum, um eben Bildung und Ethik zu verstärken. Ich habe jetzt in Kürze noch einmal ein Gespräch an einer Schule für Mädchen, um eben auch mit dem 7-Jahres-Wachstum zu arbeiten, um zu schauen, was ist, was kommt, was war, was. Das ist so voll. Das ist so voll. Es wird höchste Zeit, dass es ihn gibt. Was möchtest du mit dieser Methode auch erreichen? Ich möchte ganz gerne erreichen, was eigentlich immer schon, er ist ja vor 20 Jahren entstanden und ich habe die Entwicklung schon ganz deutlich gespürt, dass die Menschen untereinander sich eben wirklich besser verstehen. Mhm. Die Jugend mit den Älteren, die Älteren mit den Jüngeren. Oder kürzlich kam zum Beispiel eine Dame in der Ausstellung bei mir und hat gesagt, erklären Sie mir nochmal, was ist denn so um die 35? Wo ist das Bild von der 35? Ja. Weil meine Schwiegertochter, die bricht gerade alles ab und schaut, dass sie einen neuen Weg findet. Und ist denn das normal? Mhm. Ja.
Also da kann man dann ganz schön Hilfestellung leisten und kann sagen, schauen Sie mir das Bild an. Ich kann Ihnen jetzt nur so Stichworte sagen, ich kann es Ihnen erklären. Vielleicht ist Ihnen eine Hilfe, dass Sie Ihre Schwiegertochter jetzt besser verstehen. Also es bringt wirklich ganz viel Verständnis und vor allem auch ein, ja, nicht nur füreinander, sondern auch, dass man den anderen überhaupt erstmal verstehen kann, um es dann zu akzeptieren. Richtig, richtig. Also da ist ganz, ganz, ganz viel drin. Und wie gesagt, ich habe diesen 7-Jahres-Wachstum bei 64 aufgehört, obwohl man ja heute ja eigentlich dann doch länger arbeiten soll. Ja. 64 war so ein Ding, wo jeder halt überlegt und sagt, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt, wenn ich also nicht mehr arbeite? Und dann gibt es eben 4 Streifen, die heißen und dann. Und dann wäre es natürlich vernünftig, dass man vorher dran denkt. Dass ich nicht dann erst anfange zu überlegen, was mache ich denn jetzt, wo ich jetzt mehr Zeit habe. Ja. Sondern einfach zu sagen, ja, Rentnerstress, okay, schön und gut. Aber wo ist der Inhalt für mein Leben? Was will ich eigentlich wirklich noch machen? Was habe ich versäumt? Was würde ich gerne nachholen? All diese Dinge kann eben der 7-Jahres-Wachstum die Bilder bieten. Wie war das denn so bei dir? Also jetzt gerade auch dann die letzten Zeiten, weil du jetzt sagst, okay, mit 63, 64, da hat es aufgehört, aber dann ist es ja noch weitergegangen. Bei mir ist anders. Bei mir ist es ganz anders. Ich bin jetzt 77 und denke überhaupt nicht, dass ich aufhöre, sondern ich halte immer mehr Vorträge. Ich male am Wochenende in der VHS mit Menschen, die eben im Abstrakten Bilder malen und sehen wollen. Und ich halte Vorträge und zu mir kommen Menschen. Ich werde nicht aufhören. Ja, unbedingt. Du hast auch da vorne noch was mitgebracht. Was ist das? Das ist meine Broschüre über den 7-Jahres-Wachstum, die eben ganz viel Ärzten zum Beispiel hilft, auch den Menschen zu verstehen, der vor mir ist, den ich als Patient vor mir habe, der im Zimmer sowieso Nummer sowieso liegt und vielleicht als Nummer registriert ist. Er soll eigentlich wissen, was ist das für ein Mensch. Ja. Und auch da kann ich also ganz kurz schauen, wo steht denn dieser Mensch in etwa, und ich kann sofort ein Gespräch anregen. Und es geht auch, wenn zum Beispiel in Seniorenheimen, in Reha-Kliniken dieser 7-Jahres-Wachstum hängt. Den kann man kaufen. Den gibt es als Kunstdruck, weil die Gemeinde Kirchheim hat ihn für ihr betreutes Wohnen bereits gekauft. Aber jetzt gibt es Kunstdrucke davon. Und die hängen eben jetzt schon in Reha-Kliniken und werden also dort unheimlich gut gebraucht. Ich finde es auch so toll, weil wirklich, ich glaube, wir müssen uns alle an die eigene Nase fassen und ja viel aufmerksamer durchs Leben gehen und ein Auge mehr für unsere Mitmenschen, weil du sagst ja auch so schön, ein Leben nur als ich, ohne das Wir, ist kein Leben. Wie bist du da drauf gekommen? So ist es. Weil es einfach so ist. Ja. Ja. Wenn ich nur egoistisch nur an mich denke, es ist nicht erfüllend. Ich brauche dieses andere. Ich brauche auch diese Reibung miteinander. Ich brauche die Erfahrung von den anderen und kann was nehmen. Ja. Ja. Das ist einfach so wichtig. Ja. Das Wir ist wichtig. Das Miteinander ist wichtig. Total. Du hast ja auch mir noch was mitgebracht, was man wirklich auch schön tragen kann. Schau mich an und rede mit mir, weil wir alle nicht mehr miteinander reden. Das heißt, das kann ich hier also auch noch bei mir anbringen. Richtig. Und vor allem glaube ich, dass wir alle in den Familien mehr reden müssen miteinander. Und anhand deines Modells, glaube ich, können wir sehr, sehr gut einander verstehen und auch wieder mehr miteinander sprechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Du schreibst aktuell auch ein Buch. Weißt du schon ungefähr, wann das veröffentlicht wird? Nächstes Jahr. Wunderbar. Also ich denke nächstes Jahr, und es wird ein Buch sein, das eben wieder hilft, wie meine 2 Bücher vorher, die ja alle vergriffen sind. Ja. Und ja, mein Weg geht einfach ins Helfen, ins Miteinander, ins Verstehen. Ins Verstehen. Der Hospizkreis in Kirchheim übrigens, der hat ein Kästchen herausgebracht mit diesen Karten, mit dem gesamten Zyklus drin. Das war das 20-jährige Jubiläum jetzt. Und auch die arbeiten eben mit den Menschen, die eben sterbend sind, und aber auch mit den Angehörigen. Das ist genau der Weg, der eigentlich sein soll.
Wunderbar. Liebe Gabriele, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Und vielen Dank, dass du dich so einsetzt, dass wir alle einander mehr wieder wahrnehmen. Gerne. Dankeschön. Gerne.